Martin, wieso ist es denn jetzt so dunkel? Hä? Ich sehe das Problem nicht. Geh mal Lichtschalter anmachen. Da tut sich nichts. Das ist bestimmt die Sicherung raus. Müssen wir in den Keller. Oh. Ah. Oh, ich glaube, ich habe die Kellertür gefunden. Ja, aber ich erkenne so wenig, es ist so dunkel. Das ist wirklich nicht unser Keller. Hallo? Schön, dass ihr mich besuchen kommt. Aber das Licht bleibt aus. Wegen der Kameras. Welche Kameras? Ja, die Kameras vom Weihnachtsmann natürlich. Habt ihr euch schon mal gefragt, woher der Weihnachtsmann weiß, was sich die ganzen Leute auf der Welt so wünschen? Ist doch nicht so, als ob irgendwer beim Weihnachtsmann anruft und ihm das sagen würde, oder nicht? Ja, was für eine absurde Vorstellung sowas. Eben, ganz genau. Und dafür braucht der Weihnachtsmann dann eben ein riesiges geheimes Netzwerk, um das die ganze Bevölkerung auszuspähen. Ja, wo ich jetzt so drüber nachdenke, also es ist schon irgendwie komisch, dass der Weihnachtsmann immer genau weiß, was ich mir eigentlich wünsche. Als wäre so ein Spion vom Weihnachtsmann die ganze Zeit in meiner Nähe. Sogar jetzt. Aber nee, Kameras vom Weihnachtsmann habe ich noch nie gesehen. Das nicht auch daran, dass die Kameras so klein sind. Es ist doch jedem Kind bewusst, dass der Weihnachtsmann über hochmoderne, wenn nicht sogar vielleicht außerirdische Technologie verfügen muss. Ich meine, wie sonst sollte er an einem Tag alle Geschenke auf der gesamten Welt verteilen können? Schon mal drüber nachgedacht? Also ich glaube nicht, dass der Weihnachtsmann Spione braucht oder irgendwelche Alien-Technologie besitzt. Ich glaube, der Mann kann einfach Gedanken lesen. Das glaube ich auch. Aber ich bin auf alle Eventualitäten vorbereitet. Wie allgemein bekannt ist, lenkt Alufolie Gedankenstrahlen ab. Warte mal, ich habe hier noch was für euch. Also ich sehe ja, dass dir das alles sehr wichtig ist mit dem Weihnachtsmann und der Überwachung und so. Aber was tust du denn dagegen? Also was machst du hier unten in diesem dunklen Raum eigentlich? Radikale Konsumverweigerung. Hä? Und wie soll das dem Weihnachtsmann schaden? Seid ihr wirklich so blind? Habt ihr mal gesehen, wo momentan die meiste Weihnachtsdeko ist? Na, in diesen großen Kaufhäusern. Ja, und im Internet, wo man Sachen bestellt. Eben. Und wann machen wir schön Einzel- und Online-Handeln den meisten Umsatz im Jahr? Ja, so in der Weihnachtszeit. Zufall? Ich denke nicht. Die stecken alle mit dem Weihnachtsmann unter einer Decke. Und was denkst du, sollen wir jetzt deswegen tun? Ganz einfach. Nichts mehr einkaufen. Gar nichts mehr einkaufen? Aber was ist, wenn mal was kaputt geht oder man was ersetzen muss? Dann muss man sich einfach selber helfen. Hier, kommt damit nach oben, ich erkläre euch das. Aber ihr müsst damit reinkommen, wegen der Strahlung und so. Los, da, ich hab euch da was hingelegt, setzt euch da einfach hin. Seht ihr,
diese Glühlampe hier. Was sagt ihr dazu? Ja, also die ist ja kaputt, weil der Glühkolben fehlt und deshalb muss man sie ersetzen. Ha, das ist genau das, was der Weihnachtsmann möchte, dass ihr denkt. Vollkommen falsch. Ganz falsch. Die funktioniert noch. Ich brauche eure Hilfe dabei. Steffi, du steckst den Stecker in eine Steckdose. Hier sind genug davon. Und Martin, du holst etwas flüssigen Stickstoff. Da drüben steht er. Und tust ihn in das Glas. Okay? Okay. Und jetzt schaut genau hin. Ich stecke hier die Glühbirne in die Halterung rein. Jetzt brauche ich die Handschuhe. Und dann klappt ja wirklich. Also muss man die Glühbirne doch nicht wegschmeißen. Seht ihr? Die Glühbirne funktioniert immer noch. Man muss sie nur vor gefährlichen Einflüssen schützen. Was meinst du damit jetzt genau? Diese Gedankenstrahlen? Nein, natürlich den Sauerstoff. Wenn ich die Glühbirne nicht in diesen Stickstoff getan hätte, dann wäre sie elendig verbrannt. Ungefähr so. Aber dadurch, dass ich sie in diesen flüssigen Stickstoff getan habe, habe ich sie vor dem gefährlichen Sauerstoff geschützt. Normalerweise macht das dieser Glaskolben. Aber so funktioniert's auch. Nimm das, Weihnachtsmann! Wow! Manche dieser Ideen sind ja doch ganz praktisch. Und dabei habt ihr erst angefangen, an der Spitze der Zipfelmütze zu kratzen. Denkt doch mal weiter. Der Kapitalismus und der Weihnachtsmann, die wollen, dass die ganze Menschheit immer mehr kauft, damit die Erde langsam kaputt geht. Artensterben, Mikroplastik, Klimaerwärmung, das ist doch euer Begriff. Ha, und da fragt man sich doch, cui bono, wer profitiert davon? Ganz genau, die Aliens, die wollen nämlich am Ende unseren Planeten übernehmen. Und von denen kriegt der Weihnachtsmann dann seine ganze Ausrüstung. Und so schließt sich der Kreis am Ende. Ja, bestimmt. Alles klar, Steffi. Ich glaube, wir gehen jetzt besser, oder? Ich hab euch doch noch gar nicht erzählt, was das alles auch noch mit Ostern zu tun hat.